An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zum nächsten bei First Sky, was wir heute ganz entspannt hier auf diesem Kanal spielen werden. Heute mal noch alleine, vielleicht demnächst mal gegen einen anderen YouTuber. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn ja, wenn ihr darauf Bock habt, gebt gerne einen Daumen nach oben, lasst gerne einen Kommentar da. Abonniert den Kanal und hinterlasst gerne die Glocke. YouTube spinnt zurzeit. Aber wir wollen heute um einen ganz bestimmten Spieler, ein Buy First Sky, machen. Ein besonderes Buy First Sky, was ich mir so ein bisschen ausgedacht habe. Und zwar geht es heute um keinen geringeren als um den neu erschienenen in Form von Memphis Depay. 85er Stürmer mit 93 Tempo, 86 Schießen, 82 Passen, 87 Dribbling und 82 Physis. Schwacher Fuß, leider 3 Sterne, Spezialbewegungen aber 4 Sterne, hochgeringe Arbeitsraten, 218.000 Münze. Hat er mich gekostet? Ja, er wird wahrscheinlich auch noch in der Woche jetzt sinken, das sollte, denke ich, mal klar sein. Aber ich hatte unfassbar Bock, mit ihm zu spielen. Heute machen wir ein Buy for Sky-Prinzip, ganz einfach random. Losen wir jetzt natürlich die Formation aus und ich bin mal gespannt, welche wir insgesamt wählen werden. 3, 2, 1, Stopp! Und es wird die 3-4-1-2-Formation werden. Okay, und jetzt gehen wir einfach nach Prinzip. Ja, wir suchen natürlich den Spieler und ihr werdet immer 6 Kategorien sehen, beziehungsweise 6 Spieler sehen. Wir machen es ganz einfach. Wir werden jeweils, wir haben ja 10 Spieler zur Verfügung, jeweils die ersten 5 Spieler zweimal nehmen. Das bedeutet, wir fangen an mit dem Torhüter. Da müssen wir den ersten nehmen. Innenverteidiger den zweiten. Rechter Mittelfeldspieler den dritten, vierten und fünften. Ja, wenn wir aber eine Icon bekommen werden, ja, bei diesem Buy for Sky Prinzip, wenn, ja, nur, aber nur wenn, dann dürfen wir uns erstens die Icon raussuchen, welche wir daneben stellen, ja, in diese Mannschaft, und dann haben wir einmal in den nächsten 5 anderen Sachen, zum Beispiel in den nächsten 5 nächsten Spielern, einmal eine freie Auswahl. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, ich zeige es euch einfach dann, wenn es soweit ist. Ob es so weitergeht, ich bin gespannt, ob es überhaupt so weit kommt. Ja, werden wir auf jeden Fall sehen. Wir starten erstmal rein mit dem Torhüter, gehen einfach mal auf L1, ja, Transfermarkt durchsuchen und müssen hier den ersten nehmen. Und das ist Mike Nahn. Ja, Mike Nahn vom OSC Lille kommt bei uns hier in die Mannschaft. 450 Münzen, ich denke mal, ja, ich denke, billiger wird er fast nicht werden. Ja, die 50 Coins haben wir mal aufgespart. Wir machen weiter mit dem zweiten Spiel. Was wir machen werden, ist aber trotzdem die Qualität auf Gold zu stellen. Ich denke, das ist schon mal ein Stück weit attraktiver, als dann hier mit irgendwelchen Bronze-Heinis rumzudampeln. Deswegen gehen wir jetzt auf Gold. Innenverteidiger, wir suchen uns den zweiten Spieler raus. Da müssen wir auch den zweiten Spieler nehmen, der kommt. Es wird nicht Otamendi oder Umtiti, sondern Felipe werden. Und den packen wir auf die Kandidatenliste. Felipe ist dabei, hat 43 Tempo, ein Innenverteidiger, der jetzt nicht ganz so gut aussieht. Ja, das geht auf jeden Fall besser. Wenn ihr darauf Bock habt, dass wir das vielleicht nur mit Special-Karten machen, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wir machen mal weiter mit dem linken Mittelfeldspieler. Und guck mal rein, ja, wer da insgesamt am Start sein soll. Gold macht man wieder natürlich auf dem Transfermarkt suchen. Dritter Spieler, also dritter Spieler, auch der hier uns angezeigt wird. Oh mein Gott, ist das bitter. Ist das bitter, es hätte eine Icon sein können, wird es aber nicht. Es wird Orsic werden, ne? Von Hyundai, ja, aus der koreanischen Liga, wenn mich nicht gar alles täuscht. Wir gehen mal ganz kurz rein, gucken. Ja, K-League Classic. Oh mein Gott, stellt euch vor, wir hätten hier wirklich schon eine Icon rausgeholt. Schade. Vierter Spieler. Wir machen weiter mit dem ZM. Ich bin gespannt. Wir gehen natürlich wieder auf Gold. ZM, Transfermarkt suchen. Hier müssen wir auch den vierten Spieler wählen, der uns angezeigt wird. Und das wird Maximilian Arnold werden. Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg kommt zu uns in die Mannschaft. Wir machen weiter mit, natürlich, den fünften Spieler, und damit gehen wir wieder in die Innenverteidigung und hoffen vielleicht auf einen Franzosen, Brasilianer, irgendwas in der Art, dass wir vielleicht ein bisschen Chemie reinbekommen. Ich bin gespannt, wir suchen auf dem Transfermarkt. Fünfter Spieler, der uns angezeigt wird, ist 1, 2, 3, 4, 5 und das ist Laporte. Ja, und dann nehmen wir den für 9000 Münzen einfach mal mit. Laporte, 84er, wenigstens ein Franzose. Ja, da kommt wenigstens unser Torhüter. Ja, ein bisschen auf Chemie. Sechser Chemie zurzeit. Aber okay, ersten 5 Spieler haben wir rausgesucht. Das bedeutet, die nächsten 5 Spieler werden wir wieder nehmen. Wenn jetzt in der Icon kommt, ja, auf der Position, können wir die natürlich trotzdem kaufen. Aber wir haben nicht mehr das Recht, uns früher oder später dann hier bei diesen 5 Positionen uns einen freiwillig rauszusuchen. Deswegen machen wir mal weiter. Erster Spieler in Runde 2, also erster Spieler, den wir auch nehmen werden. Und das wird Romulu werden. Okay, Romulu, ja, du kommst auf die Kandidatenliste.
Mulu jetzt endlich in der Mannschaft. Bis jetzt sieht die Chemie katastrophal aus und deswegen suchen wir uns direkt mal den Partner. Neben Memphis Depay und zwar den Stürmer. Zweiter Spieler, der uns angezeigt wird, wird werden Triussi. Und ja, auch der sieht nicht sonderlich gut aus. Nehmen wir trotzdem mit. Passt leider auch überhaupt nicht rein. Müssen wir durch. Triussi ist mit dabei, deswegen gehen wir direkt mal weiter auf den ZOM. Ja, Qualität natürlich wieder Gold eingestellt. Dritter Spieler, der uns angezeigt wird, den müssen wir nehmen. Und das wird De Jong werden. Und das ist nicht schlecht, denn De Jong ist Niederländer. Und Niederländer passen perfekt zu Memphis Depay. Hauptsache, er bekommt wenigstens noch ein bisschen Chemie. Wir machen direkt weiter mit dem ZOM. Auch er natürlich Goldspieler. Auf geht's. Vierter Spieler, der uns angezeigt wird, ist Milinkovic-Savic, der 80er leider, nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit, packen wir auf die Kandidatenliste. Milinkovic-Savic bringt übrigens den Link perfekt zu Felipe und Romulu. Und jetzt heißt es natürlich letzter Spieler, fünfter Spieler. Das bedeutet, wir gehen nochmal auf Gold, Innenverteidigung, Transfermarkt suchen. Fünfter Spieler, der uns angezeigt wird, ist Mangala. Ja, Mangala kommt hier mit rein, packen wir auf die Kandidatenliste und damit ist das Team perfekt vervollständigt. Und so sieht das Team am Ende aus. Ihr seht es, eine 51er Chemie. Links keinen einzigen Grün. Arnold ist mit am Start. Dreierkette, Laporte, Mangala. Gut, man könnte hier jetzt noch wechseln. Da wäre es auf jeden Fall ein bisschen besser von der Chemie her. Aber wir müssen dazu sagen, bei First Sky, da wird nichts geändert. Deswegen starten wir mal rein ins Spiel und ich bin gespannt, welche Gegner auf uns warten werdet. Rein geht's, Gegner ist gefunden. Falls wir das verlieren sollten, machen wir das Ganze auf ganz entspannt, natürlich mit Abstoßregel. Ja, wir werden das Team umtauschen und ich werde das einfach per Zufallsgenerator einfach mal machen mit verschiedenen Nummern. Kriegt mal alles hin, zeige ich euch später. Aber jetzt hier erstmal unser Gegner mit einem entspannten Bundesliga-Team. Ich bin gespannt, es wird nicht einfach, denn er hat Full Cam im Gegensatz zu uns. Wir gehen trotzdem rein ins Match. Komm schon, Depay läuft, guter Laufweg, Volley genommen und Adler hat das Ding halb sicher, ja, aber erste gute Möglichkeit für uns. Ah, Kalou und die erste gegnerische Möglichkeit hier nach 14 Minuten, der Gegner war da, aber Kalou, ja, haut das Ding sonst wohin. Diese Spieler, oh mein Gott. Come on, Laporte gegen Batshuayi, Laporte, ja, nein, ja, du bist so gut. Und jetzt geht er ab, Philippe, 43 Tempo, ohne Probleme am ersten vorbei, am zweiten vorbei. Der Junge, der rennt übers halbe Feld, Philippe, oh, das macht es so stark, Philippe, alleine vor dem Tor, das ist ja Wahnsinn. 23. Spielminute, unser IV schnappt sich den Ball von hinten, ne? Rennt einfach mal durch und macht das 1:0. Wahnsinnsding. Damit führen wir. Und das ist sehr, sehr geil. Ja, da hat der Gegner, glaube ich, nicht mitgerechnet, dass wir hier das L1 R1 Dribbling auspacken und er hier an allen vorbeigeht. Ach Gott. Hat er wieder. Hat er wieder. Auf Depay. Doppelpass. Jetzt. Depay läuft. Depay kriegt den Ball, aber Schmelzer ist egal. Wir sind da. 2:0 Triussi. Ja, und da können wir wirklich sagen, zu 50% geht das Tor an Depay. Ja, setzt sich dort perfekt durch mit dem Körper bei Marcel Schmelzer. Können wir uns nochmal angucken. Und dann ist Triussi da, eiskalt, wie es ein Stürmer sein muss. Und bombt das Ding ein. Ah, Ursic, klasse geholt, das Ding. Jetzt fängt es an hier mit Lecken. Depay, gar keine Probleme. Packt ihn aus. Abschluss gesucht. 3:0. Oh, abseits. Ah, schade. Romulu. Romulu, ganz wichtig, die Balleroberung. De Jong, weitergeleitet auf Triussi, der auf Depay. Triussi wieder, immer noch Triussi. Der spielt das Ding jetzt rüber, nochmal rüber gespielt. Spielen wir nochmal auf Depay. Der hackt ein, der macht das klasse. Depay und wird gefallen oder wird gefoult. Und da gibt es das ja, klare Zeichen vom Schiedsrichter. Elfmeterpunkt, Elfmeter, 41. Man muss einfach dazu sagen, der Gegner ist halt echt nicht wirklich gut. Ja, und deswegen Depay, come on. Hau das Ding rein. Links. Okay, ja. Genau. Ja, Halbzeit. Ich meine, halbzeitmäßig sieht es ganz gut aus bei uns. Ja, gehen wir auf die Spielinfo. Ich meine, 59% Ballbesitz, 6 Schüsse aufs Tor. Unser Team, es sieht halt auch einfach super gut aus. Ja, ist super Chemie, klasse Zusammenarbeit. Wir machen weiter. Ja, Philippe, ich meine, er hat ein Tor gemacht, ne? Der strotzt nur so vor Selbstvertrauen.
Den guck mal weg, Jungs. Den guck mal weg, dass da ein Pfosten geht. Das haben wir gewusst. Und deswegen können wir jetzt den Konter fahren über Depay am ersten. Scheitert. Depay, gut gemacht. Kriegt gleich den Ball wieder von Triussi. Depay. Depay jetzt mal. Macht halt Romulu. Oh mein Gott, ist das bitter. Für den Gegner absolut bitter, keine Ahnung. Also man merkt einfach, bei First Sky Prinzip ist da, das Spiel, Team lässt sich nicht sonderlich gut spielen, aber ich meine, wir haben Individuen hier drin, wir haben einen Innenverteidiger, der von hinten durchläuft und trifft, wir haben einen rechten Mittelfeldspieler, der halt 2 Meter vorm Tor noch den Torhüter tunneln muss. Ja, schöne Schürze durch die Beine, ja, läuft. Ist Biest, ist einfach Biest. Ja, können wir nichts machen, 61. Ja, setzt er sich klasse durch, ich meine, der Angriff fängt an über Schmelzer. Ja, sind wir halt einfach machtlos, ja, wenn Schmelzer einmal durch den Angriff nach vorne treibt, da wird es halt dann schwierig für uns. Gut so, De Jong, und ihr merkt gerade, es fängt mega an mit Lecken. De Jong macht das 4:1, auch hier wieder mega viel Glück gehabt, aber okay, Tor ist Tor, nehmen wir mit. Komm, Abfahrt, De Jong. Wieder Depay. Setzt sich da durch. Ja, genau das will ich sehen von dir. Genau das will ich sehen. Tempo ausgespielt. Depay. Und jetzt schlägt er zu. 67. Spielminute. 5:1. Erster Treffer durch den Capitano. Memphis Depay. Richtig stark abgeschlossen. Mit rechts da. Keine Möglichkeit für Adler, den zu halten. Macht er gut. Depay abgeschlossen. Und da zeigt er nochmal in der 82. Minute, was er für Qualitäten hat. Das nur mit 6 Chemie. Ja, schön gewartet. Kurz, perfekt. Einfach mitgenommen mit dem Scoop-Turn. Dann abgeschlossen mit rechts. Oben links in den Winkel. Kann man mal machen. Jungs, das war's dann auch, ja, mit dem Spiel. Wir gewinnen das Ganze klar und deutlich. Der Gegner war echt nicht gut. Falls ihr Vorschläge habt, wie wir das Ganze vielleicht ein bisschen verbessern können. Ja, dass wir vielleicht gegen stärkere Gegner spielen. Vom Schnitt her irgendwas anders machen, vielleicht auch vom Konzept her, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ich wollte es einfach mal wieder ausprobieren. Ich meine, ein 6-1 Sieg, Laporte 9,6, 9,5 Philippe, 9-0 Depay, ja, also das sah schon nicht so schlecht aus, das Team. Obwohl man wirklich gesagt hat, eigentlich ist es nicht ganz so stark gewesen, ja, auch von der Chemie her. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, euch hat das ganze Video gefallen. Für mich, Depay, war jetzt nicht ganz so schlecht, ja, ich konnte mich jetzt nicht beschweren, hat 2 schöne Tore gemacht, ich bin auf jeden Fall gespannt, vielleicht ist er noch besser, vielleicht macht irgendjemand wie Shenya zum Beispiel ein Player-Review über ihn, guckt euch das auf jeden Fall an, ich war zufrieden mit ihm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, vielen, vielen Dank für euren Support, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ich bin raus, immer smart und sexy bleiben, euer Chris und ciao.